da habe ich schon so ein bisschen Angst gehabt, aber am Ende war es, glaube ich, schon so, dass gerade diese zwei Paper, ja, auf einmal tauchten die auf innerhalb von 2 oder 3 Monaten. Alle Chemiker können gut kochen und wer nicht gut kochen kann, sei kein guter Chemiker. Meine Katalysatoren sind vielleicht noch nicht so schnell, aber ich kann sie essen. Wahnsinn! Wie war das und ist das, wie trägt sich das noch weiter? Ich habe Studenten, die machen immer solche Scherze, vergiss es, tut mir leid, aber das war nur ein Streich. Das ist ja nicht der erste Nobelpreis, der für Katalyse vergeben wurde. Was ist das Besondere bei Ihren Katalysatoren? Benjamin List, Chemie-Nobelpreisträger 2021. Da muss ich jetzt an erster Stelle erstmal sagen, danke für Ihre Zeit. Sie waren ja schon vor dem Nobelpreis ein schwer beschäftigter Forscher. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es jetzt sein muss mit dem Rummel, den so ein Nobelpreis mit sich bringt. Kommen Sie überhaupt noch zu irgendetwas? So weit würde ich jetzt nicht gehen, aber ich versuche schon immer, mir auch einzurichten, ein bisschen Freizeit für mich zu haben. Ich gehe zum Beispiel sehr gerne gut essen. Und dafür muss einfach Raum sein und das schaffe ich noch ganz gut. Aber ich habe es ja vorhin gerade erzählt, ich bin im Moment gerade auf 3 Konferenzen gleichzeitig, nämlich hier in Kalifornien und auf der Nobelpreisträger-Tagung in Lindau. Und das ist relativ komplex, das jetzt alles irgendwie zu schaffen, aber wir haben jetzt einen ganz guten Plan, wie das funktionieren kann. Das Jet-Setter-Life der Nobelpreisträger. Mhm. Gutes Essen, also mein Vater ist auch Chemiker, also, und er hat immer gesagt, alle Chemiker können gut kochen und wer nicht gut kochen kann, sei kein guter Chemiker. Da sage ich jetzt nichts zu. Aber also lieber mehr essen, weniger kochen. Bei mir ist es so, meine Frau kocht wirklich fabelhaft. Also ich würde sagen, kurz vor einem Michelin-Stern und deshalb, da halte ich einfach nicht mit. So halten Sie sich raus. Dränge ich mich da nicht an. Ja, das ist auch klug. Genau. Also ohne meinen Vater wäre ich wahrscheinlich keine Chemikerin geworden. Also in der Schule wäre der Funke wahrscheinlich nicht übergesprungen. Sie haben 2 Söhne. Was machen die? Der eine macht Gartenbau. Das geht so ein bisschen landwirtschaftlich Richtung Vertical Farming, so Sachen. Hm. Und der andere ist im Marketingbereich unterwegs. Und das ist okay für Sie? Damit kommen Sie klar? Ich sage immer das Gleiche zu allen Menschen und auch meinen Kindern. Macht das, was ihr mit Leidenschaft macht, wofür ihr brennt, wofür ihr euch begeistern könnt. Und das ist in dem Fall so. Also freue ich mich für Sie, dass Sie was gefunden haben. Ja. Natürlich wäre es schön, wenn wir auch so eine Chemiker-Dynastie gründen würden wie in Ihrer Familie. Aber naja, dann kann es sich nicht auch so. Ja, aber ich schließe mich Ihnen an. Ich habe eine sehr kleine Tochter, aber die darf auch unbedingt gerne was anderes machen als super. Chemie. Aber wir teilen ja als Chemiker das Leid, dass Menschen unsere Leidenschaft nicht so richtig nachvollziehen können. Die fingen aber bei Ihnen so sehr klassisch sehr früh an. Wie sah das aus? Also bei mir war es tatsächlich eher so ein kindlich-philosophisches Interesse. Und ich kindlich-philosophisch? Ja, ich hatte gar nicht. Waren ja alle Philosophen als Kinder, ja. Ja, da ist ja schon so eine Neugier. Ich dachte zumindest, das wäre bei allen Kindern so, dass man irgendwie wissen will, woraus besteht das Universum und die Welt. Ich habe dann hier von den Physikern schnell gelernt, das wissen eigentlich nur die Physiker, aber da war es zu spät. Ich dachte damals, die Chemiker verstehen die Welt. Ja. Die wissen, was Moleküle sind und Atome und wie die miteinander interagieren. Also verstehen sie auch Menschen und wie wir ticken und warum wir so handeln, wie wir handeln. Das war eigentlich wirklich die Triebkraft am Anfang. Und Sie sagten gerade, da war es schon zu spät. Ja, weil dann habe ich schnell gelernt oder gemerkt, dass die wahren Antworten, nach denen ich damals suchte, da nicht zu finden waren. Aber ich konnte halt Schwarzpulver machen und mit Schwefelsäure hantieren und solche tollen Sachen. Und da war es zu spät halt. Dann kam ich nicht mehr davon weg. Das heißt, Sie hatten ein Labor, ein Hobbylabor als Kind. Mhm. Und woher kamen die Chemikalien? Das ist ja gar nicht so einfach. Das war, ich weiß auch nicht, ich finde es bis heute faszinierend, dass das ging in dem Haus von meinem Freund, wo wir im Keller das Labor hatten, mit Bunsenbrenner und Schwefelsäure und allem drum und dran, war ein Apotheker im Erdgeschoss und der hat uns das alles verkauft. Einmal hat er gefragt, wofür braucht ihr Salpeter, Kohle, Schwefel? Also die Chemiker wissen sofort, was für ein Rezept ich hier gerade andeute. Wofür braucht er das? Und wir haben dann gesagt, wir brauchen das für Waschmittel für unsere Eltern. Und er hat es uns irgendwie geglaubt.
bis zu dem Tag, als ein Mörser mit 100 Gramm Schwarzpulver sich entzündete. Ich habe irgendwie ein Streichholz entzündet. Das ist abgebrochen und da reingefallen und eine Stichflamme entstand. Riesige Mengen Rauch entstanden. Wir haben die Fenster aufgerissen, das quoll dann so raus und der Apotheker sah das. Dann hat er es aber auch kapiert, halt, dass wir kein Waschpulver machen. Und dann haben wir nie wieder Chemikalien gekriegt. Aber jetzt kann er sich auf die Schulter klopfen. Er hat gesagt, ohne mich wäre das nie passiert. Das stimmt. Das stimmt auch wieder. Das stimmt. Waren Sie dann damals im Chemieunterricht, also wenn Sie dann schon im Labor hantiert haben, dann völlig unterfordert oder gelangweilt? Ein bisschen schon, aber es lag auch an den Lehrkräften damals. In meinem Fall kann ich sagen, die leben nicht mehr und das war nicht sehr inspirierend, aber das war zum Glück völlig egal für uns, weil wir es ohnehin begeistert gemacht haben. Das war separat irgendwie. Das haben wir natürlich so mitgemacht und es ging mir relativ leicht von der Hand natürlich, aber ja, die wahre Chemie haben wir bei uns im Labor gemacht. Okay. Sie haben Ihren Nobelpreis bekommen, erstmal im weitesten Sinne für Katalyse. Das ist für uns Chemiker natürlich ein Begriff, aber weil wir natürlich auch jetzt mit diesem Talk die Chemie und die Katalyse möglichst vielen Menschen zugänglich machen wollen, fangen wir erstmal ganz allgemein an. Was ist Katalyse? Also Katalyse ist die Wissenschaft der Beschleunigung chemischer Reaktionen. So ist es eigentlich offiziell, aber das, wenn man ehrlich ist, machen Katalysatoren überhaupt chemische Reaktionen erst möglich. Und es ist eben so, dass das dazu führt, oder ein weiterer reizvoller Aspekt ist, dass die das eben machen, ohne dabei selbst verbraucht zu werden. Also die greifen in die Reaktion ein, aber werden eben selbst nicht zu was anderem umgesetzt. Und dadurch können sie ihren Job im Prinzip Trillionen, Abertrillionen mal durchführen. Das ist das Reizvolle, im Prinzip wie ein Hammer. Wie so kleine Helfer. Genau. Ja. Die zum Beispiel, weiß ich nicht, der alten Dame über die Straße helfen und das immer wieder. Immer wieder, genau. Ja. ohne sie würde sie niemals auf der anderen Straßenseite ankommen. Genau. Ja. Und um es nochmal vielleicht anschaulich zu machen, ich spreche oft von Katalysatoren, zum Beispiel auch in meinem Leben oder in meinem Berufsleben. Gab es denn Katalysatoren jetzt in Ihrem privatlichen oder beruflichen Leben, wo man sagen kann, das hat etwas entzündet oder bei mir den Sprung möglich gemacht? Schon. Ich sagte, ich nutze das auch ganz gerne. Es gibt so Ereignisse, die dann halt irgendwas katalysieren. Und in meinem Fall war es, als ich geheiratet hatte damals, 1999 in San Diego am Strand, lustig, ganz romantisch. Meine Frau war damals aber noch in Deutschland. Und wir hatten dann geheiratet an einem Sonntag und am Montag flog sie zurück nach Deutschland. Und dieses Gefühl dann, ich bin jetzt verheiratet, ein Kind war dann auch schon so in Planung und jetzt muss ich irgendwie mal ein gutes Experiment machen und vernünftige Wissenschaft auch machen. Das wurde dadurch katalysiert, durch diese Hochzeit. Und tatsächlich habe ich in dieser Woche dann meine ersten eigenen wissenschaftlichen Experimente durchgeführt. Ja, Wahnsinn. Also irgendwie das Gefühl, jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Ich muss mal was Gutes erfinden. Ja. Oder ich muss dann eine Familie ernähren. Ich habe da noch ein bisschen altmodisch gedacht, aber ja, so im Bereich halt. Okay. Sie sagen, ich habe natürlich jetzt auch viel von Ihnen mitbekommen seit letztem Jahr und ist sehr positiv aufgefallen, wie schön und anschaulich Sie Chemie vermitteln. Dafür bin ich Ihnen auch sehr dankbar, dass Sie dazu beitragen. Und umgekehrt. Danke. Das ist mein Job. Ich hoffe, ich mache das, aber das ist ganz toll. Und mein Lieblingsbild von Ihnen oder Satz ist, die Katalyse ist ein Molekül entfernt von Magie. Ja, toll. Ich freue mich, dass Ihnen das auch gefällt. Das ist so, das kam mir irgendwann mal, ich glaube auch in einem Interview, so spontan, hat sich das so manifestiert. Also ich habe gar nicht groß darüber überlegt, das war einfach so da. Und ich finde es so ein schönes Bild, weil natürlich wir wollen alle irgendwie gerne zaubern können, ne? Seit wir Kinder waren. Ich glaube, das eint uns alle, dass man den Wunsch hat, irgendwelche Objekte aus nichts herzustellen durch Abracadabra oder durch einen Zauberstab. Das ist einfach ein wunderschönes Konzept. Und die Katalysatoren können das eben fast. Ja? Also es ist dieses eine Molekül, das das dann eben tausendmal macht, aber tausende Mal, kann eben Stoff A in Stoff B umwandeln und plötzlich was komplett Neues erzeugen. Das ist, deshalb sage ich so, ein Molekül entfernt von Magie, das passt einfach ganz gut. Ja. Ja. Und ich glaube, viele Laien wissen ja, dass Chemie bedeutet Stoffumwandlung. Ne? Ich wandle irgendetwas und mache daraus was ganz Neues. Aber dass genau das eben in den allermeisten Fällen gar nicht funktionieren würde und auch in unserem Körper vieles gar nicht funktionieren würde, wir gar nicht leben könnten ohne Katalyse, das ist nicht ganz klar. Aber es hat auch eine wahnsinnige
wirtschaftliche Bedeutung, oder? Genau, ja. Also ich zitiere immer Schätzungen, die es gibt. Ich weiß nicht, wie akkurat die sind und wie sorgfältig die durchgeführt wurden. Da muss ich jetzt aufpassen, dass ich die gute Quellenangabe mache. Aber es gibt Schätzungen, die sagen, bis zu ein Drittel des Weltbruttosozialprodukts. Und das ist eigentlich unglaublich, Wahnsinn. Weil wenn man sich das mal überlegt, was für eine andere Technologie ist so wichtig für uns Menschen auf diesem Planeten? Ich meine, in der Vergangenheit zugegebenermaßen war das typischerweise Katalysen, um Plastik herzustellen zum Beispiel, entdeckt bei uns in Mülheim übrigens. Da gab es einen anderen Nobelpreisträger, Karl Ziegler, der das entwickelt hat im Prinzip, wie man die beiden wichtigsten Kunststoffe katalytisch herstellen kann. In riesigen Mengen, 100 Millionen Tonnen, also weit mehr als 100 Millionen Tonnen heutzutage. Oder zum Beispiel Benzin. Benzin wird immer noch katalytisch hergestellt aus Erdöl im fast eine Milliarden Tonnen Maßstab, also gigantische Mengen. Man hört schon, das sind so ein bisschen Technologien der Vergangenheit. Aber meine feste Überzeugung ist eben, dass auch, was Herr Strattmann eben auch angesprochen hat, die großen Zukunftsfragen auch nur mit der Katalyse zu lösen sein werden. Und dann fangen wir eben nicht beim Erdöl an, wie es eben Ziegler und diese katalytischen Cracking-Menschen getan haben, sondern wir fangen dann beim CO2 an. Das ist eigentlich die Zukunft und auch dafür wird man Katalysatoren brauchen. Diese Anwendungen sind ja genau das, was dann auch Laien überzeugt und sagt, ach ja genau, dafür brauchen wir ja Wissenschaft. Ja. Aber wir haben es gerade gehört, der Kern von Wissenschaft ist Grundlagenforschung, das ist die Basis. Und Grundlagenforschung bedeutet ja Forschung ohne jegliche wirtschaftlichen populären Interessen, ohne auch das Ziel unbedingt, auch etwas Gutes erfinden zu wollen, sondern einzig allein, um etwas besser zu verstehen. Die pure Neugier und ohne diese pure Neugier, die noch gar nicht weiß, was sie sucht, gäbe es auch nicht die großen Erfindungen. Ja. Es gibt ja so zwei große Motivationen für Forscher. Einmal diese Neugier, ich kann nicht schlafen, ich muss wissen, wie das funktioniert. Und dieses, ich möchte, also jetzt mal so ein bisschen naiv gesprochen, ich möchte die Welt verbessern, ich möchte etwas erfinden. Was treibt Sie an? Also ich glaube, bei mir ist es wirklich ein bisschen eine Kombination aus beiden. Natürlich erstmal verstehen. Wir wollen was Neues entdecken, neue Reaktionen, Mechanismen verstehen. Das ist diese Neugierde natürlich. Aber im Hinterkopf, wenn man Chemiker ist, bei Ihnen war es bestimmt nicht anders, hat man immer natürlich potenziell, sind es auch möglicherweise Anwendungen. Das ist ja gerade für mich zumindest das Reizvolle in der Chemie, diese synthetische Komponente. Also insofern, es ist beides, aber ich schreibe mir nicht auf die Fahne, die großen Probleme der Menschheit zu lösen. Obwohl ich manchmal so mit diesem CO2 zum Beispiel, das trage ich so vor mir her, niemand in meinem Labor arbeitet an CO2 im Moment, leider. Ich versuche meine Doktoranden dafür zu begeistern, aber die wollen alle asymmetrische Organokatalyse machen, komischerweise. Und, aber ja, ich habe in der Pandemie zum Beispiel gelernt, dass wir Chemiker, auch wenn wir eigentlich, wenn mein Job in der MPG Grundlagenforschung ist, dass wir auch was dazu beitragen können. Ja, und für uns war es reizvoll, irgendwie in der Pandemie, am Anfang habe ich überlegt, was können wir machen, außer Handdesinfektionsmittel an unsere Stadt zu schenken. Das haben wir natürlich auch gemacht. Und dann kamen halt Medikamente. Ja. HIV zum Beispiel ist so ein Thema, es ist eigentlich vergessen. HIV ist deshalb unter Kontrolle, weil die Patienten Medikamente nehmen. Von Chemikern designte und hergestellte Medikamente, unter anderem eben mit der prolinkatalysierten Aldolreaktion, was mich natürlich schon auch irgendwo freut. Ja. Und dann haben wir gedacht, was können wir jetzt in der Corona-Pandemie machen und haben dann das Remdesivir hergestellt. Das war nämlich damals so eins der heißesten Kandidaten als mögliches Medikament. Und da war tatsächlich die Synthese eben extrem schwierig. Und wir haben dann in den 2 Jahren wirklich das gesamte Labor hat zusammengearbeitet, total mit Euphorie und mit Tag- und Nachtschichten haben wir eine absolut kraftvolle Synthese entwickelt. In der Zwischenzeit war dann der Impfstoff entwickelt worden und auch stellte sich raus, das Remdesivir ist gar nicht so gut. Aber es hat irgendwo bei uns so eine Lust auf auch anwendungsorientierte Forschung gemacht. Ich versuche immer beides zusammenzubringen irgendwie. Am liebsten halt Grundlagenforschungsprobleme, die wirklich anspruchsvoll sind, aber auch gleichzeitig eine Menschenherausforderung lösen. Ja. CO2 zu C zum Beispiel ist so eine Sache, die ich total spannend finde. Ja, und ich glaube auch, damit man selbst nicht vergisst, warum man das alles macht, denn es ist ja wirklich, man verbringt jetzt sehr viel Zeit, also ich weiß, Sie arbeiten sehr viel. Okay, kommen wir jetzt zu den Details, zumindest soweit wir hier es schaffen in dieser kurzen Zeit, aber das ist ja nicht der erste Nobelpreis, der für Katalyse vergeben wurde. Was ist das Besondere bei Ihren Katalysatoren? Ja, ich habe mir das angeguckt, auch für diesen Nobel-Lecture und habe tatsächlich gesehen, es gab etwa
etwa 17 Katalyse-Nobelpreisträger, sollte man sagen, seit 1905 etwa. Da sieht man die Relevanz nochmal. Ja. Genau, und das Erstaunliche war eigentlich, dass der allererste Katalyse-Nobelpreis war für Wilhelm Ostwald. Und der hat damals vorhergesagt, es müsste doch eigentlich den Chemikern eines Tages gelingen, organische Katalysatoren zu designen, die so wie Enzyme funktionieren. Aber das Erstaunliche war, danach gab es 16 Nobelpreise und die gingen alle für Metallkatalysatoren. Und erst heterogene Katalyse natürlich viel, also Fischer-Tropsch zum Beispiel. Fischer-Tropsch hat keinen Nobelpreis gekriegt, Haber-Bosch wollte ich sagen, eine der wichtigsten chemischen Reaktionen überhaupt zur Düngemittelproduktion und so weiter. Und später dann homogene, also lösliche Übergangsmetallkatalysatoren. Es waren also alles metallhaltige Katalysatoren, die da geehrt wurden mit Nobelpreisen. Und was ist das Problem mit Metallen? Ich habe kein Problem damit. Ich möchte auch niemanden hier ärgern, der sich zum Beispiel für Metallkatalyse interessiert. Es ist auch toll. Es ist auch für uns Organiker immer spannend, mit Elementen, die eigentlich den Anorganikern so zugewiesen sind, zu arbeiten. Das ist auch reizvoll. Ja. Das verstehe ich auch. Der Anorganiker hat auch schönere Farben. Ja. Ja, genau. Das auch noch. Und das ist einfach so ein bisschen nicht so langweilig. Wir haben halt nur C, A, N, O, P, S. Und irgendwann kennt man das dann halt. Also es ist kein grundsätzliches Problem. Metalle können toxisch sein, die Schwermetalle, weiß man halt, Palladium und Platin. Die kommen übrigens aus den Autoabgaskatalysatoren hinten auch raus und verteilen sich gerade in der Welt. Und ich weiß nicht, wie gesund das jetzt ist. Also das ist schon ein gewisses Problem. Und sie sind oft auch kostbar und teuer, auch wieder Palladium und Gold und so weiter. Und deshalb ist es natürlich reizvoll, wenn man auch organische Katalysatoren einsetzen würde. Das hat der Ostwald vorhergesagt. Und ja, es gab dann vereinzelt Beispiele im letzten Jahrhundert, wo das versucht wurde, aber es waren eigentlich wirklich dann die Arbeiten von Macmillan und von uns, die dann gezeigt haben, dass man das auch mit einem rationalen Verständnis auch wirklich designen kann und echte, wichtige chemische Probleme damit lösen kann. Das hat den Leuten, den Organikern so ein bisschen die Augen geöffnet und danach ist es sofort explodiert und wurde ein riesiges Feld, eins der dynamischsten überhaupt in der Chemie, würde ich sagen, in den letzten 20 Jahren. Das heißt, sehr alte Idee. Und dann lange ignoriert worden. Ja. Warum haben Sie es nicht ignoriert? Warum habe ich es nicht was? Warum haben Sie es nicht ignoriert? Warum haben Sie gesagt, doch, ich mache das jetzt? Ja, also bei mir war es so ein bisschen, ich hatte mit Biokatalysatoren gearbeitet, mit Enzymen und habe mir genau angeguckt, wie die mechanistisch funktionieren. Das hat mich irgendwie inspiriert nochmal zu dieser Frage. Und dann ist es aber auch vielleicht schon so ein bisschen, bei mir ist es so eine Eigenschaft, ich gucke immer gerne auch in Gegenden, wo niemand ist. Das macht mich dann irgendwie neugierig. Ich frage mich, warum ist da denn jetzt niemand? Und gibt es irgendwie fundamentale Gründe, warum da niemand ist? Und damals gab es auch Kollegen, die mir das erklärt haben, warum es da fundamentale Probleme gibt mit organischen Katalysatoren, sowohl in Deutschland als auch am Scripps, wo ich damals war, in Kalifornien. Aber das hat mich eigentlich eher so angetrieben, das auszuprobieren. Und das ist eigentlich bis heute so, dass ich manchmal auch ein bisschen in Gegenden gehe, wo sich im Moment niemand befindet und vielleicht die Lehrmeinung eher ist, das wird nicht funktionieren. Das finde ich gerade reizvoller, so ein bisschen. Ne? Diese organischen Katalysatoren, die eben weder Enzyme sind noch Metalle, das sind organische Moleküle, die muss man ja auch kochen. Ja. Oft braucht man dafür denn Metalle, also als Katalyse? Das Schöne ist natürlich prinzipiell, die sind halt nachhaltig inhärent, weil man sie aus biologischen Materialien herstellen kann. Die Organiker können halt das sowohl aus Pflanzen natürlich als auch aus dem Erdöl machen. Und das ist sehr reizvoll und man kann dabei auch Metalle verwenden, man muss aber nicht. Und wie gesagt, viele kann man auch aus der Natur schon isolieren. So mein Katalysator, das war ja ein natürliches Molekül, das wir in unserem eigenen Körper haben, das nur irgendwie übersehen wurde als generell nützlicher und hochselektiver Katalysator. Ja. Übersehen ist praktisch. Genau, Prolin, eine Aminosäure, also das kann man auch essen. Und wenn ich Sie richtig verstanden haben, haben Sie das auch schon mal gemacht. Also so gerne essen Sie doch, dass Sie auch manchmal Ihre eigenen Katalysatoren essen. Mhm. Ja, ja? Ich hatte so als Gag, habe ich mal im Vortrag gesagt, okay, also ich muss zugeben, mein Katalysator ist jetzt noch nicht so effizient. Die waren anfangs noch nicht so effizient. So ein Katalysator hat 4 neue Produktmoleküle gemacht. Inzwischen machen die etwa 1 Million bei uns im Labor. Das hat sich total verändert. Aber ich habe dann gesagt, okay, meine Katalysatoren sind vielleicht noch nicht so schnell, aber ich kann sie essen. Und dann habe ich halt im Vortrag halt Prolin gegessen. Das hat immer einen ganz guten Effekt gehabt. Das glaube ich. Also, Sie haben ja den Nobelpreis zusammen mit Dave McMillan bekommen. Mhm. Wie haben Sie sich kennengelernt? Ja, wir kannten uns schon eigentlich von Anfang an. Das war ganz spannend, weil ich hatte damals das Gefühl, ich bin wirklich der einzige Mensch auf der Welt. Also es hat sich so angefühlt, der sowas macht. Und kurze Zeit später, so
3 oder 4 Monate später tauchte David McMillan bei uns im Institut auf und hat einen Vortrag gehalten, eigentlich auch über was anderes, mit Metallkatalysatoren natürlich, aber dann so am Ende sagte er, ach, ich habe da noch was, ich habe mich gefragt, kann man nicht auch organische Moleküle? Und ich so, oh, um Gottes Willen, da ist noch jemand. Ja, das war ein ziemlich interessantes Gefühl, das ich da hatte, so auf der einen Seite toll, also ich bin nicht ganz alleine, aber auf der anderen Seite war halt auch gleich der Ton von unserem Feld gesetzt, halt extrem intensive Konkurrenz. Und das war auch am Anfang dann so. Aber wir hatten immer einen großen Respekt voreinander, dadurch, dass wir eben ja, zeitgleich ähnliche Chemie gemacht haben. Ja. Und deshalb, ich kenne ihn ziemlich lang schon. Und wir sind, ich würde sagen, nicht jetzt enge Freunde, aber schon Freunde. Und würden Sie sagen, diese Konkurrenz, die ja nur nachvollziehbar ist, hat die vielleicht Ihre beiden Arbeiten auch befeuert und vielleicht sogar besser gemacht? Glaube ich schon. Also im Nachhinein, natürlich war es so, dass ich erstmal dachte, oh je, da ist noch jemand in Kalifornien, der hat ein viel größeres Labor schon zu dem Zeitpunkt, als ich. Ich habe gerade angefangen. Da habe ich schon so ein bisschen Angst gehabt. Aber am Ende war es, glaube ich, schon so, dass gerade diese 2 Paper, ja, auf einmal tauchten die auf innerhalb von 2 oder 3 Monaten. Seien zwar 2 oder 3 Monate nach meinem, ist immer ganz wichtig zu sagen. Und als die auftauchten, dann plötzlich die Organiker so dachten so, wow, ja, da ist ja was. Das scheint ja wirklich ein Konzept zu sein, ein tragfähiges. Wir haben uns, glaube ich, schon gegenseitig geholfen. Und er hat auch diesen Begriff organische Katalysatoren, den ja Oswald als erster geprägt hat, 1905, hat er wieder aufgegriffen und als Organokatalyse, also Organocatalysis, bezeichnet. Und das hat schon auch geholfen, dem Feld einen Namen zu geben. Ja. Und er schuldet Ihnen 1.000 Euro. Warum? Ja, das war ganz lustig, diese Geschichte. Als der Anruf kam aus Stockholm jetzt am 6. Oktober, die rufen ja 45 Minuten vorher an und man hat dann noch eine gewisse Zeit, sich so zu wappnen für das, was dann auf einen einbricht. Und es war aber in meinem Fall nicht so, weil der eine Viertelstunde später wieder anruft, hallo, hier ist nochmal Gordon Hansen, haben Sie vielleicht die Telefonnummer von Ihrem Co-Laureat McMillan? Ich erreiche den nicht. Ich habe dem dann die Nummer gegeben und habe aber gleichzeitig dann auch noch einen Text geschickt, Dave, wake up. Und dann eine Sekunde später rief er mich an, halt, die schliefen noch an der Ostküste und sagt, was los? Ganz früh morgens war das. Und genau, und weil die mir eindringlich gesagt haben, ich darf mit niemandem darüber sprechen, habe ich dann gesagt, Dave, ich habe gerade einen Anruf aus Stockholm gekriegt, die wollen dich auch erreichen, vielleicht hebst du mal das Telefon ab. Und er so, nee, Ben, also sorry, ich habe Studenten, die machen immer solche Scherze, vergiss es, tut mir leid, aber das war nur ein Streich. Und meine Studenten machen das auch, die sind gerade in Schweden. Und dann habe ich so überlegt, also einen kurzen Moment habe ich gedacht, oh je, vielleicht war das wirklich ein Streich. Okay. Aber ich kannte ja die Stimmen alle. Ja, und ich wusste, ich kannte auch den Organiker aus dem Komitee, den habe ich schon mal kennengelernt. Und insofern, dann habe ich gedacht, dann müssen die echt gute Stimmen im Interview haben. Das muss so super professionell gemacht worden sein. Das kann eigentlich nicht sein. Und dann ging das noch so per, dann hat er gesagt, nee, sorry, also ich gehe jetzt wieder schlafen. Hat aufgelegt. Und dann kam noch eine Nachricht, Ben, ich wette $1,000, dass das ein Prank ist. Und dann habe ich gesagt, okay, I'm in. Und darauf, ich warte bis heute darauf. Sie haben es noch nicht bekommen. Ich habe ihn schon einmal getroffen, hat er so gesagt, oh, er ist ja Schotte, ich habe gerade nicht so viel Geld bei mir. Ja. Aber ich sehe ihn nächste Woche in Lindau und da frage ich dann noch mal nach. Ja, dann also. Ich habe, wir haben auch gerade schon die Bilder gesehen bei Professor Hasselmann und wie das Institut da steht und klatscht. Ich habe auch die Bilder aus Mülheim gesehen und da hatte ich auch absolute Gänsehaut. Ich auch. Wie so ein Festival, all die Labore voll und diese Stimmung. Und ja. Also Wahnsinn, wie war das und ist das, wie trägt sich das noch weiter? Also schwebt man da noch vielleicht noch monatelang auf so einer Wolke? Haben Sie einen neuen Energiezustand erreicht, um absolut im Katalyse-Sprech zu bleiben? Das wirklich Schöne war einfach irgendwie, also diese ganze Konstellation, ich war ja in Amsterdam und dann hatten die halt Zeit genug, sich vorzubereiten und Ferdi Schüt, mein wunderbarer Kollege, unser GD-Moment. Sie saßen im Café im Urlaub, als der Anruf kam. Ja. Ich war im Urlaub, genau. Aber er hatte dann Zeit, das Institut so vorzubereiten und dann kamen wir da an und die standen alle auf dem Balkon und haben geklatscht. Das war einfach ein unglaubliches Gefühl, einfach auch diese Begeisterung zu sehen. Nicht nur bei meinen Mitarbeitern natürlich, die haben sich natürlich wahnsinnig gefreut, alles, sondern wirklich das ganze Haus. Also das waren die Elektriker, die Schreiner, die Schlosser, die Gärtner, die gesamte Verwaltung, die ich sonst selten sehe, die sind immer so in ihren Büros, aber auf einmal kamen die alle raus. Alle haben so gemerkt, haben auf einmal so gefühlt,
Das ist also das, warum wir hier sind. Und jetzt haben wir all die Jahre dafür gearbeitet, dass einmal so was Tolles passiert. Und das hat mich wieder irgendwo begeistert, diese Freude zu sehen bei den ganzen Menschen. Das war wirklich also fabelhaft. Wunder, wunder, wunderschönes Institut ist das in Mühlheim, muss ich echt sagen. Also, und was machen Sie jetzt mit dieser Freude? Oder was, wo geht es noch hin? Was sind die Wunschthemen der Zukunft? Das würden Sie gerne noch knacken. Gibt es ein neues, unentdecktes Feld, wo keiner ist? Da suche ich immer nach. Also da so, das ist mein Reflex irgendwo. Bei mir ist es eben so, ich hatte schon im September dieses Gefühl, irgendwie, ich bin gerade im Peak meiner Karriere. Wir haben so tolle Katalysatoren. Das war ja anfangs erstmal so ein bisschen belächelt. Dann plötzlich gab es die ersten Anwendungen bei der Pharmaherstellung. Inzwischen arbeiten wir mit BASF zusammen, also so richtig Großchemie mit dem, was aus dem Steamcracker rauskommt. Und das ist, finde ich, schon faszinierend. Und das begeistert mich unglaublich. Und dann kam der Preis und dann habe ich kurz überlegt, ja, wie geht es weiter? Aber im Grunde habe ich eigentlich für mich gemerkt, dass der schönste Preis eigentlich diese Arbeit selbst bereits ist. Ja? Diese Freude an dieser Enthusiasmus, an diesen Themen zu arbeiten, die einem Spaß machten, die einem befriedigen. Das war, und dann wurde mir eigentlich immer mehr klar, das ist eigentlich auch das, was ich weiterhin machen will. Ich bin noch mitten in meiner Karriere und ich habe noch viele Dinge vor. Wir haben gerade einen ERC-Grant gekriegt, wo wir uns genau mit solchen Fragen beschäftigen. Können wir mit Organokatalysatoren zum Beispiel diese Moleküle aktivieren, die aus dem Steamcracker kommen, bei der BASF in riesigen Mengen? Das ist zwar sozusagen fossiles Material, aber es ist auch klar, die fossilen Materialien werden wir auch weiterhin nutzen. Nur eben hoffentlich nicht einfach nur zur Verbrennung, sondern um daraus wirklich wertvolle Materialien zu machen, Medikamente zum Beispiel. Und das finde ich irgendwie ganz spannend und das muss man natürlich nachhaltig machen können und das ist so eine Aufgabe, die ich noch sehe. Also ich bin da noch Feuer und Flamme für mindestens 10 oder 20 Jahre, glaube ich. Okay, wir werden es verfolgen. Ja. Die letzte Frage. Okay. Wenn Sie kein Chemiker geworden wären, was wären Sie dann geworden? Wie gesagt, bei mir fing das so früh an und ich hatte gar nicht genug Zeit, mir so Gedanken zu machen. Aber manchmal denke ich irgendwie, was ich mir schön vorstelle, wäre so Dirigent oder so. Also in der Musik zu sein, durch die Welt zu reisen und Konzerte zu geben. Also das muss schon toll sein. Also dieses Gefühl, da ist so ein riesiges Orchester und man steht mittendrin und das Orchester musiziert quasi zu meiner Handbewegung. Also das ist fast Magie. Ja? Also das würde mich reizen. Ja, ja, das ist, ich finde es toll. Ich kenne ganz viele Naturwissenschaftler, die auch große Musikfans sind. Das scheint ja nur auf den ersten Blick ein Widerspruch zu sein. Aber gut, ich muss ja im Namen von uns allen sagen, gut, dass Sie es nicht gemacht haben oder es nicht verfolgt haben, sondern Chemiker geworden sind. Also vielen herzlichen Dank, Benjamin List. Besten Dank. Vielen Dank.